So Leute, da ist er wieder, euer Sheradan LP mit Ghost Recon Advanced Warfighter. Ich habe die Leute jetzt erstmal schnell noch ausgerüstet hier nach dem Laden. Passiert ist noch gar nichts. Ich habe mir selbst das Scharfschützengewehr gegönnt und als Zweitwaffe die MP550 und dazu Munition. Und die anderen haben Standardausrüstung, zweimal Munition für die Scharfschützenflinte und diese GI8 oder GL8 oder wie auch immer dieses Ding da heißt. So, dann starten wir mal ins Spiel rein. Kommt jetzt glaube ich erst ein Video und dann muss ich mich noch ein bisschen konzentrieren, weil ich denke, es geht hier gleich heiß los in diesem Game. Bis gleich. General Martin, wir sind mehrere Szenarien durchgegangen und wir glauben jetzt, dass Carlos Ontiveros und seine paramilitärische Aguila 7-Gruppe das gestohlene Guardrail 9 benutzt, um unsere Kommunikation so lange zu stören, bis er die Sympathie der Weltgemeinschaft auf seine Seite gebracht hat. Und vielleicht, um Nashsa zu sabotieren. Kurz, wir glauben nicht, dass Ontiveros den Präsidenten tot sehen will, ebenso wenig wie wir. Verstanden, aber ich glaube es nicht, bevor VIP-1 nicht im Weißen Haus sitzt. Captain Salvatore, erwarte einen Lagebericht. Wir sind nach wie vor zahlenmäßig überlegen, aber ich weiß nicht, wie lange noch, Sir. MTW, geben Sie Ihre Ankunftszeit durch. Captain Salvatore, wir sind mit Captain Mitchell zu Ihnen unterwegs. Leiten Sie mich rein? Sie müssen außerhalb des Bereiches aussteigen. Hier ist es zu eng und zu heiß. Wir registrieren starke Aktivitäten. Los geht's! Willkommen im heißen Teil der Hölle, Captain. Seien Sie auf starke Feindaktivitäten gefasst. So, jetzt komme ich hier aus allen Löchern raus, die Brüder. Bogies! Abschuss bestätigt! Sind nicht alle, kommen noch mehr. Gegner entdeckt. Von vorne. Kontakt! Gut. Schön, schnell die Fische ab. I see you. Okay, Scott. Ihr erstes Ziel lautet, Salvatores Position zu erreichen. Anschließend sichern Sie VIP ein. So Leute, mitten in der heißen Zone abgesetzt. Es gibt hier einiges zu tun. Vor allen Dingen Haufen Leute abzuknallen. Nämlich da oben hocken sie, die hocken hier dann wie die Krähen in ihren Nestern. Okay. So, was ich als erstes mal machen werde. Sehen, ob ich stehen kann. Ja, gar nicht. Schicken wir erstmal die Truppe hierher. Bin unterwegs. So. Ich stelle mich mal hierher. Ich weiß nicht, ob ich den von hier aus erwisch. Aber so kann er. Da oben steht er. Man sieht ihn hier oben stehen. In Position. Was? Scharfschütze. In Position. Ja? Ich bin hier. Was schießt der nicht hier drin? Ziel eliminiert. Ja. So, das Problem ist nämlich auch hier heute, wir haben ja nicht viel Munition mit, gell? Wir haben ja nur die 20 Schuss und die 8 Magazine hier mit. Wir müssen also sehen, dass wir wirklich Munitionssparen sind. Und ja, die Hauptaufgaben von denen erledigen lassen mit ihrer Scharfschützenflinte. Allerdings manchmal sind sie eben zu dämlich. Da kann man sie eben nicht auf ein Ziel losschicken. Weil sie einfach nur zu doof sind. So, na gut. Ich werde jetzt mal hier unten reinrennen. Halt, gehe hier rein. So. Und werde ich mal sagen, hey, formatiert. Neu formieren, verstanden. Ist hier bei mir. Oh, noch ein bisschen höher. Hier oben hockt nämlich hier irgendwo einer im Dings hier drin. So ein verkackten. Krähennest hier. Ein Turm oder irgend sowas. Wo hockt er? Hier hockt er irgendwo. Hier hockt er irgendwo. Oh. Sieht doch nicht immer so schlecht. Die Vorhöhe.
bleibt denn, ihr Idioten? Sollt ihr zu mir kommen? Aber bewegt mal eure Ärsche hierher. Schon unterwegs, Sir. Mann. In Deckung, Scharfschütze! Ich bin hier. In Position, in Bereitschaft. Gut, hat geklappt, wunderbar. So. Sehr schön, dass das geklappt hat. Informieren uns neu. Da kann er ganz schön auch zusetzen, ja. So. Ich renne jetzt mal hier runter. Hier hinten wartet gleich wieder die nächste größere Truppe auf uns. Wo kommen sie? Wo ist die dritte? Die Nummer 3. 3 ist hier. Ja. Wir müssen den Leuten dann ziemlich schnell Sachen anhalten. Sonst begeben sie sich wieder in Gefahr, die Brüder. Gut. Also. Position halten. So, und ich mach mal hier vor. Ach, ich gebe das, wenn das so rutscht. Gucken wir mal, ob der in seinem Jeep drin sitzt. Nein, tut er nicht. Ist gut. Gut, nächste bitte. Gucken, ob der hier irgendwo rumsteht. Natürlich nicht. Nicht schön. Okay. Dann weiß ich auch, wo sie stehen. Die stehen hier an verschiedenen Orten oftmals. Manchmal sitzt er in seinem Jeep drin davor. Und da ist doch einer. Na klar, da war doch einer. Da steht normalerweise sonst immer hier drüben. Jetzt muss ich mal auf die Map gucken. Da steht trotzdem, da steht nämlich doch noch da. Und der andere, da hinten hat er sich versteckt, aus solchen Vorhe. Nummer 3. Der hier stand, der steht normalerweise manchmal hier drüben. Der läuft normalerweise manchmal hier hin und her. Je nachdem. So, dann müssen wir das alles suchen. Dann gehen wir mal da runter hier. Den hier bei seinen Kisten krallen. Was sich ein bisschen versteckt hat. Vielleicht vor. Ein bisschen spielen der Kollege. Na gut, kannst du haben. Spielen wir eben ein bisschen. Ja. Sehen wir, weil ich gut rennen kann. Oh, das war's noch nicht. Das war's noch nicht, das war ein bisschen zu weit. Oh! War viel zu nah. Na gut, da kann man es kaputt. Sag mal, wo fliegen denn die Dinger hin? Ich bin zu doof zum Handgranate werfen. Oh, jetzt hat es ihm aber die Dinger von der Nase weggehauen. Das dürfte nicht überlebt haben. Was ist mit dem hier? Na, ich gucke auf die Karte. Ja, also das ist definitiv Geschichte der Flore. Was hat da hinten ja noch, gell? Und hier drin sind ein paar MGs stationiert. Auch nicht so richtig lustig. Na gut, hören wir uns den mal. Kollegen hier. Da ist hier versteckt. Wo bist du denn, Mist vor? Wo bist du, du Mist? Ach, Scheiße. Munition, Alter, das kann nicht das Wort sein. Ach. Gott, wie blöd bin ich eigentlich, gell? Ach. Na komm, da, ja. Ach so, ne. Das ist halt schon die Blöde. Oh, ja, ich muss so lang. Ich schätze mal zwar nicht, dass es noch was bringt. Aber versuchen wir mal noch auch hinten hier abzuknallen. So. Das ist mal der erste. Hat er doch gelebt, halt. Nummer 3 habe ich gesagt. Wegen der Kack hier. Das sind noch welche. Hier ist der MG-Schütze. Den legen wir uns mal noch nicht so schnell an, oder? Wenn, dann müssen wir uns eh mit dem anlegen. Hier. So, ab.
nicht schlecht, aber noch nur noch immer rum, glaube ich. Ja, aus dem Schreihals. Das ist der Schreihals. Zum Schreihals, wo bist du? Schrei mal lauter, damit ich die Stehe drehe. Mit dem letzten Schuss. Na, fällt zu langsam um den Mistfund. Oh, ich denke, ich habe das MG rausgenommen. Nicht gehört. Nee, da ist noch einer in der Ecke. Das ist noch einfach nur ein Kerl. Wir verschwenden keine. Für den verschwenden wir keine Scharfschützenmunition. So Leute, jetzt kommt mal hier lang. Neu formieren. Rebellen! Leute, schießt drauf auf die Rebellen, du Träme. Den habe ich auch erledigt. Oh ne, der Dame, der wieder aufsteht, da unten. Und da rein durch. Oh, Munition alle. Munition alle. Na ja, gut. Auf die Schätze. Und? Headshot? Ja, sieht so aus. Da war er. Fall um, du Mistvieh. Das sind meine verblödeten Kunden hier. Ach, jetzt kommen sie. Wo sie mich schon fast totgeschossen haben. Dem Frieden nicht. Das ist nicht ganz unberechtigt. An eine Szene nachher im Fehlvideo könnt ihr euch dann daran erinnern, dass ich in die Richtung dem LKW renne und auf einmal kriege ich Feuer von rechts und weiß nicht, wo es herkam. Bewegt mal eure Arsch hier her. Ja, Sir, in Bewegung. Lass die euch mal erschießen. Damit ich stehe hier, wo euer Feuer herkommt. Und? Hier? Ich bin hier. Halte die Position. So. Oh. Das war... Oh. Ja. Böse Falle hier. Missionsziel erfüllt. Captain, Rebellen erhalten Verstärkung. Wir sind stark in Unterzahl. So Leute, das machen wir dann aber im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran an dem Rangeschleiche hier. Das wird hier noch so eine Weile weitergehen. Ja. Aber das macht ja kalt den Spaß aus. So, ich sag dann mal Tschüss und weg von Sheridan LP.